Eine Frage habe ich vorhin noch. Schaue ich nur dich an? Schaue ich auch mal in die Kamera? Ist das wurscht? Der Ronny hat, glaube ich, beides. Wurscht. Okay. Nee. Das ist schon on camera. Geht er jetzt erst los? Deutsche Gründlichkeit. Retusche muss natürlich sein. Ja. In meiner Reihe, man bringt die Leute von hinter der Kamera auch mal vor die Kamera, habe ich heute die liebe Ann-Kathrin, kurz AK neben mir. Die AK ist meine Assistentin für alle Fälle sozusagen. Nicht nur das, auch die Dame, die dann in der Post-Production sozusagen den digitalen Pinsel schwenkt und die Retuschen für mich macht. Hallo AK. Hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja. Es ist wieder mal Zeit, Untertitel einzublenden, denn die AK ist aus Deutschland, aus Berlin, ne? Genau. Aber wir versuchen sie einzubügeln. Wir arbeiten dran. Das klappt Gott sei Dank nicht ganz gut. Ja. AK, wir kennen uns schon eine Zeit lang, haben schon ganz, ganz viel miteinander erlebt, ganz viele Sachen da und dort und allerorts. Wir sind eigentlich immer zusammen und bist immer meine quasi sortierte und bessere Hälfte am Set. Alles immer organisiert und zusammengeräumt. Ja, deutsche Gründlichkeit. Sehr, sehr geschätzt, sehr geschätzt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du zu mir gekommen bist? Genau, ich bin ja, habe in Deutschland meine Fotografenausbildung gemacht, 3 Jahre lang, und man konnte danach ein Stipendium bekommen, aber nur außerhalb Deutschlands. Und so bin ich dann irgendwie nach Österreich gekommen und auch nach Wien und habe mich dann halt quasi beworben, habe auch einen Fotografen bekommen. Und bei denen habe ich dann ein halbes Jahr lang gearbeitet und der hatte zum... Den lieben Andreas Bübel, gell? Genau, und ja, der hatte zum Ende meines halben Jahres eine Fotokonferenz, das war die Pixel Power, und da bist du auch aufgetreten damals. Du warst, glaube ich, der 3. von 6, die dort vorgesprochen haben. Und ich war dann so begeistert von deiner Art, wie du vorgetragen hast und deiner Energie und deine Freude am Fotografieren, dass mich das so gerührt hat und so mitgenommen hat, was ich nämlich lange vermisst habe. Also beim Andreas habe ich es auch gesehen, aber davor zwischenzeitlich hatte ich es mal vermisst unter Kollegen, weil man kommt aus einem, oder ich habe viel in einem Fotostudio gearbeitet tatsächlich. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man freiberuflich unterwegs einfach ist oder zu Hause das Homeoffice auch hat. Und ja, bei der Pixel Power habe ich dich dann gesehen und nach der Veranstaltung so ein bisschen geguckt, okay, spreche ich ihn an, spreche ich nicht an, habe dich angesprochen, habe gesagt, hey, wer ich bin, ob man mal vielleicht zusammen arbeiten kann, habe dir meine Bewerbung geschickt, die du nie gelesen hattest. Moment. Und so kam eins zu meiner. Ja, also das war nicht nur best. Es war so, ne, quasi. Du hast mir angesprochen, hast mir dann die Bewerbung geschickt und das war damals noch im alten Studio drüben und du kamst dann tatsächlich auch zum Bewerbungsgespräch und die Ecke saß mir gegenüber und ich stelle eine Frage nach der anderen. Woher kommst du? Was hast du gemacht? Und so nach der 4. oder 5. Frage habe ich gemerkt, wie bei der Ecke so die Gesichtszüge sich irgendwie ein bisschen verzogen haben und immer fragender wurden und die Stirn sich gerunzelt hat. Wo ich mir dachte, aha, was hat es jetzt und wie immer. Und sie dann gemeint hat irgendwie, es steht ja alles in der Bewerbung drinnen, die ich natürlich nicht gelesen habe. Das war so eine Bewerbung. Nein, das stimmt nicht ganz. Na, so? Das waren 150 wir Seiten, halt geschrieben in 6 Punkte. So, ja, deutsche Gründlichkeit, sagen wir wieder. Ich habe sie nicht, selbstverständlich nicht gelesen, ich habe ein anderes zu tun. Auf jeden Fall. Genau, so hat es angefangen. So hat es angefangen. Ja. Es konnte so nur war's besser werden. So war es von Anfang an sehr lustig halt so. Und ja. Und jetzt bist du Gott sei Dank immer noch da. Du wolltest genau, ich wollte ja ursprünglich dann nur ein halbes Jahr bei dir bleiben. Ja. Und so für den Anfang einfach mal da sein. Ich mochte auch immer ins Ausland sein, neue Erfahrungen machen. Und nach 3 Monaten habe ich dich dann schon gefragt, ob ich vielleicht doch auch länger noch bleiben kann. Und ja, seitdem sind 6 Jahre, glaube ich. 6 Jahre, ja. Also es ja, hat sich einiges getan, ist einiges passiert und viel Schönes auch. Also wir alle hier, kannst du erzählen, das sind noch andere hinter der Bühne quasi sozusagen. Wir freuen uns sehr, dass du immer noch da bist. Danke. Ja, gar nicht mehr wegzudenken. Immer wenn der Ecke nach Deutschland zurückfährt und dann wieder kommt, dann ist er auf Werkseinstellung, dann können wir wieder von vorne anfangen, sie einzubürgern. Nein. Mal zum Beruflichen quasi. Jetzt hätten wir mal das besprochen, jetzt zum Beruflichen.
du bist immer an den Sets mit, wenn du da bist, gerade auf Heimaturlaub und du tust ja so, als wäre ich jedes Wochenende da. und assistierst. Genau. Was kannst du berichten, das mir wichtig ist im Set zum Beispiel? Oder wie es zugeht bei uns im Set? Ja, dir ist wichtig auf jeden Fall Qualität ganz oben geschrieben. Ordentlichkeit, Sauberkeit, dass jeder seinen Job perfekt macht. Beziehungsweise so gut es geht. Fehler können immer mal passieren, also im Moment. Aber das ist so dein Hauptaugenmerk halt auf jeden Fall, was mir halt von Anfang an auch gut gefallen hat und womit ich dann auch ein bisschen mitnehmen konnte quasi. Und ich dir meine deutsche Gründlichkeit mitgeben konnte. Oder Organisation halt so ein bisschen. Und so haben wir uns auch von der Mentalität her sehr gut ergänzt. Vielleicht wäre es anders gewesen, ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre. Ja, naja, aber das schätze ich ja total sehr, weil in einer der letzten Folgen habe ich meinen Fotokoffer sozusagen hergezeigt und wie wichtig mir das immer ist, dass ja, alles genau. immer am selben Punkt ist. Weiter gebraucht und ich habe mir Mühe gegeben, das zu lernen, wo was hinkommt, damit das Jahr wieder gleich gefunden wird. Ja, macht aber totalen Sinn, ja, weil das heute beim Aufbau von dem Set habe ich einen Teil vermisst, das war nicht dort, was hingehört hat, habe mich schon wieder geärgert. Ne? Ja. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Am Anfang wäre es mir noch passiert. Das warst doch gar nicht du. Das ist ja alles immer brav, dort, was hingehört. Nein, aber solche Sachen habe ich mitbekommen und auch gemerkt, wie wichtig es ist und wie einfach es auch den Job dann macht, wenn man einfach alles wieder an den Ort tut und das nächste mitnimmt. Ein Zeitsaver sozusagen, wenn du weißt, wo sie ist und wo sie wieder hingehört und auf einen Blick hast du halt alles an dem Ort, wie sie ist. Genau. Jetzt das Assistieren, das rennt geschmiert. Jetzt hast du auch andere Bereiche quasi noch übernommen, eben das Organisieren von Shootings. Also zum Beispiel auch, wenn wir es eher gerade hinten haben, Shootings, gell, Maihofer zum Beispiel oder so, hast du die Organisation, also die Pre-Production, ist das die Pre-Production? Ja, Organisation. Ja, genau. Die Konzeptionierung, die Pre-Production, genau. Team und alles, das ganzen Shootings organisiert. Genau. Das finde ich auch immer, das ist natürlich etwas, was mir die Freiheit dann lässt, sozusagen an das Kreative heranzugehen, weil du dich um das ganze Wichtige vorm Shooting kümmerst. Das heißt, ich kann am Set dann einfach kreativ sein und frei sein, wir sind da immer in Absprache. Und dann auch, was hat die EK auch einfach extremst hervorragend macht, ich finde gar keine Superlative dafür, ist die Hautretusche. Ja. Und deswegen retuschierst du alle Bilder, die High-End am Endeffekt rauskommen sollen. Wie zum Beispiel auch dieses, das ist schon erwähnt, das war ein Schmuckshooting für den Juwelier Meierhofer. Genau. In Linz. Und lass uns kurz mal drüber reden. Wir werden euch mal ganz kurz ein bisschen den Rücken zudrehen. Also es geht immer los. Ich schicke dir quasi die Raw-Bilder rüber. Und du machst dann die ganze Haut und Fleckenretusche rundherum. Also genau. Können Sie mir kurz herzeigen. Das wäre jetzt mal das Vorher. Und es ist einfach immer wieder für mich ein Wahnsinn. Jetzt sind die Mädels eh schon von meistens der Martina Hirsch, die ich auch schon bei mir hatte, perfekt geschminkt und du denkst, die sind flawless, makellos, wie immer. Ja. Und dann hast du einfach wirklich schon ein super Bild und dann schickst du der Ecke rüber. Und wenn das zurückkommt, denke ich mir, das gibt's ja nicht. Das ist 1001, da ist immer nur so viel Unterschied drinnen. Ich muss sagen, mich überrascht das manchmal selber auch. Also, schon, auch wenn man gefühlt gar nicht dafür macht, aber es macht doch auch was aus. Und das ist es ja, Retusche muss natürlich sein. Ja. Also die Poren, eh klar, das muss alles erhalten bleiben. Und es muss aber trotzdem natürlich sein und trotzdem ist dann immer noch so viel Unterschied. Es ist wirklich faszinierend. Und da haben wir jetzt klassisch, also mal Vorher-Nachher von dem Ganzen. Das ist Vorher, das ist Nachher. Immer, dass man da über den Hintergrund ein bisschen drüber geht, das ist eh klar. Genau, ich fange halt mit dem Hintergrund an. So die kleinen Stellen zum Beispiel hier, diese hellen Stellen, die weißen vom Hintergrund wegzumachen, weil wir benutzen ja auch oft Wände, die wir anstreichen halt für Shootings, damit sich auch die Models unter anderem anlehnen können und oft hat es auch einen schönen Schatten einfach. Genau, damit fange ich halt an und gucke auch, dass die Kanten eventuell weg sind, beziehungsweise hier diese Kante von den zwei Wänden gestört, die zusammengestoßen sind. Und dann fange ich halt bei den Haaren an. Also schau da die fliegenden Härchen, dass ich die da so ein bisschen wegnehme. Trotzdem noch natürlich, dass es nicht ausschaut wie schlecht freigestellt, irgendwie zu harte Kanten. Schaut einfach nicht schön aus, denn weil unser Augenmerk trotzdem immer noch darauf ist, dass es
recht natürlich ausschaut. Ich meine, es kommt immer ein bisschen auf den Kunden drauf an, wie sehr möchte er das retuschiert haben, wofür ist es. Da haben wir einfach frei, also kann man halt viel machen in der Retusche. Ist halt auch schön irgendwo. Und genau, dann gehe ich halt schon in die Hautretusche rein, beziehungsweise auch in die Augen, schaue, dass die hellen Stellen weg sind, also viele kleine unnötige hellen Stellen, sage ich mal, oder gucke, ob es dunkle Punkte gibt oder manche haben auch rote Äderchen, dass man die wegnimmt ein bisschen. Das halt leicht wegnehmen oder dezenter machen oder die Augenringe ein bisschen. Und ja, kleine Fältchen, Unreinheiten halt natürlich auch. Und alles immer versuchen, dass es natürlich ist, dass man die Pore immer noch ein bisschen da hat, aber dass es ein bisschen ebener ist. Und das kriegt man auch viel. Ein Schritt ist zum Beispiel, was ich benutze, es gibt ja viele Wege halt auch, ist die Frequenztrennung, wo man ein bisschen auf die, nicht auf die Struktur, sondern auf die Farbebene sozusagen geht. Und wenn man die leicht benutzt und mit dem Pinsel hin und her geht, dann wirkt es einfach ein bisschen ebener. Sei es auch nur der Arm schon. Wenn man hier, bei mir sieht man die roten Punkte, die würde man da leicht wegkriegen. Und das macht oft schon viel was auf, gerade in der Branche einfach halt. Da haben wir jetzt keine Zähne, aber die würden da dazugehören, dass man die Zähne dann auch schaut, dass sie entweder keine Fehler sind, dass man die macht oder farbkorrigiert ein bisschen oder so. Genau, die Augen ein bisschen aufhellen und ganz zum Schluss dann Dodge und Burn noch benutzen, dass man hier die Haare schön hervorhebt. Das mag ich auch mal sehr gern. Ja, Dodge und Burn ist einfach ein großartiges Mittel. Oder ein bisschen das Gesicht ein bisschen markanter macht. Ja, es ist nochmal einfach mit Licht spielen. Und genau. So ist es wirklich. Genau. Möchte man es ein bisschen weicher, möchte man es härter, dann kann man nochmal mehr rübergehen. Genau. Und es dunkler machen und ja. Und das ist sozusagen mein Part erstmal. So haben wir uns irgendwann mal eingegroovt sozusagen. Ich mache so die Grundretusche, die Hautretusche und dann gebe ich es an dir weiter. Und du machst den finalen Look. Genau. 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 Yes. Sind ja auch deine Fotos. Ja. Ich helfe dir nur. Ja, und dann kommt zu mir das Bild und ich mache den finalen Look drüber und dann geht es an den Kunden. Genau. Genau. Und mich freut dieser Part halt auch immer, weil ich retuschiere halt unheimlich gerne und ja. Auch da ergänzen wir uns wieder. Ja. Ich mache gerne einen Look, aber so die Retusche, Hautretusche oder Haare oder so, das bin ich froh, dass du das machst. Auf jeden Fall. Gibt es irgendeine Anekdote oder irgendein Shooting oder irgendwas, das dir ganz besonders in diesen 6 Jahren sozusagen in Erinnerung geblieben ist? Tatsächlich eins, und zwar das erste Shooting, was wir zusammen hatten oder wo ich das erste Mal assistiert war, das erste Mal bei deinen Jobs dabei war, das war für Puls 4. Oswald's Next Topmodel, das Thema war James Bond. Ah. Und das war das erste, wo ich quasi mit war. Das war so 3 Tage nachdem feststand, okay, ich darf mal mit dir arbeiten halt so. Und gleich mit anderen Assistenten zack ins Auto und Richtung, ich weiß nicht mehr, wo wir hingefahren sind, aber ja. Weiter weg auf jeden Fall. Ja, Richtung Großglockner quasi, ja. Genau. Und es war mal ganz spannend zu sehen, auch wie es hinter den Kulissen funktioniert, im Fernsehbereich sozusagen. Das hatte ich bis dato noch nie halt. Und war sehr aufregend einfach, auch so mitzukriegen von der Organisation her, weil du hattest was ganz anderes geplant. Dann hat das Wetter, wie sagt man das? Verrückt gespielt. Sehr verrückt gespielt. Es hat ja dann so angefangen zu regnen, beziehungsweise war Entstimmung, ja genau, angesagt. Und man musste umdisponieren und auch zu sehen, wie dort die Organisation funktioniert, wie alle aber mitspielen, auch mitspielen müssen. Und an sich war es ein cooles Shooting. Auch Thema James Bond ist immer aufregend auch irgendwo halt. Wir hatten von einer großen Lok fotografiert, die ganzen jungen Männer und Frauen halt. Und ja, zwischendurch hat es dann ordentlich so geschüttet, dass man wirklich reingehen musste und die Technik auch mitnehmen musste, weil es nicht nur ein paar Tropfen waren, sondern, wie du sagtest, Weltuntergang. Und das war schon sehr aufregend, muss ich sagen. War auch ein langer Tag, sind ja oft diese Shootings oder ja, dort, wo gefilmt wird, halt auch. Die Tage können ja lang werden. Aber das war einer der Sachen, wo ich sagen muss, das ist schon sehr hängen geblieben halt. Und das Shooting ist, glaube ich, jeden von uns hängen geblieben. das war wirklich. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn man frisch dazukommt und diesen Riesenapparat dann auch des Fernsehens mitkriegt und man ganzen auch mitkriegt, Leute. Wie solche Serien, Topmodels tatsächlich doch entstehen und gedreht werden und wie viele Kameras und Menschen damit dran sind. Das ist so schon spannend, weil es hat ja more or less nicht unbedingt wirklich was mit einem ganz normalen Fotoshooting zu tun. Nein. Also da macht man Fernsehen und man richtet sich nach den Kameras und natürlich ein bisschen auch nach dem Inhalt. Und muss aber trotzdem als Fotograf sich sauber und gut präsentieren, als Top-Fotograf. Ja.
und dann dort auch tatsächlich Bilder abliefern, weil das wird ja dann nochmal schön groß herzeigt. Genau. Da haben wir ein Foto für dich und wenn das auch bloß das Foto, ja, tut es dir selber keinen Gefallen. Genau. Ja, das Shooting ist wirklich jedem in Erinnerung geblieben. Ecke, schön, dass du immer noch da bist. Auf die nächsten 6 oder 12 oder 18 oder ganz viele Jahre. Ja, und das nächste Shooting haben wir schon wieder haben wir schon in 3 Tagen. Genau. Ja. Ja. Danke. Cool.